Hallo, liebe Betreuungskinder. Diese Woche haben wir das Thema Schnee und deswegen habe ich mir eine kleine Geschichte für euch ausgedacht. Viel Spaß dabei. Der erste Schnee. Henry der Hase streifte allein durch den Wald. Hier war er schon oft gewesen und kannte diesen Ort sehr gut. Zwar kam er erst letzten Sommer auf diese Welt, doch seitdem hat er jeden Tag hier verbracht. Er kannte jeden Stock, jeden Stein und jedes Blatt an jedem Baum. Doch vor einiger Zeit waren die Blätter auf den Boden gefallen, der Wind wurde kälter und der Himmel war jetzt viel öfter grau als blau. Die anderen Waldtiere, denen man sonst stets hier begegnete, waren immer seltener anzutreffen. Seinen Freund, den Bären, hatte er schon sogar eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Henry wusste nicht so recht, was er davon halten sollte. Der Sommer war schön, warm und sonnig gewesen und er konnte so viele Dinge tun, schwimmen und Eis essen und mit den anderen spielen. Doch jetzt streifte er allein durch den Wald und war froh um sein dickes, weiches Fell, das ihn warm hielt, wenn der eisige Wind durch die kahlen Bäume pfiff. »Was könnte ich denn nur tun?« überlegte Henry der Hase, weil er sich inzwischen etwas einsam fühlte und ihm auch ziemlich langweilig wurde. Er setzte sich hin und starrte auf den Boden. Plötzlich, da fiel etwas vom Himmel. Ein weißes Etwas rieselte langsam von oben herab und landete genau vor Henrys Füßen. Es war winzig, aber wunderschön. So etwas hatte Henry noch nie gesehen. Regen hatte er schon oft erlebt, doch das hier war etwas anderes. Obwohl es so klein war, glitzerte es ihn von unten aus an. Er legte sich vor dem Etwas auf den Bauch und rückte so nah heran, bis seine Nase fast im Waldboden steckte. Obwohl er nicht wusste, was es war, so war er doch fasziniert von seiner Schönheit. Er wollte noch näher heran, denn gerade hatte er entdeckt, dass es ein bisschen wie ein kleiner Stern aussah. Langsam steckte er die Hand nach dem Etwas aus und wollte es berühren, als es plötzlich verschwand. Das machte Henry den Hasen ziemlich traurig. Er wollte es sich doch gerade genauer anschauen und schon ist es einfach weg. Dabei war dies das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, dass etwas Spannendes und Neues im Wald aufgetaucht war. Enttäuscht starrte er auf die Stelle, an der das Ding verschwunden war. »Und was nun?« dachte er. Gerade wollte er sich umdrehen und sich auf den Weg nach Hause machen, da landete plötzlich etwas Kaltes und Nasses auf seiner Nasenspitze. Erstaunt fasste sich Henry ins Gesicht, doch da war das Gefühl schon wieder verschwunden. Verwundert sah der kleine Hase nach oben und was sah er da? Hunderte, nein, tausende der kleinen weißen Sternchen kamen vom Himmel herab. Erstaunt streckte er die Pfoten aus und beobachtete, wie die kleinen Flocken auf ihm landeten und nach kurzer Zeit wieder verschwanden. Und dann waren sie auf einmal überall. Henry konnte es gar nicht glauben. Vor einem Moment war er noch enttäuscht gewesen, dass das kleine etwas verschwunden war, bevor er es genau begutachten konnte. Und nun war das Zeug überall. Der Boden, die Steine, die Bäume, die er so gut kannte, alles wurde plötzlich ganz weiß. Eine Weile blieb er mit offenem Mund stehen und beobachtete seine Umgebung, die langsam ihre Farbe wechselte. Irgendwann war alles im Wald von einer weißen Schicht überzogen, die im Licht wunderschön funkelte und glitzerte. Henry fand das ganz toll. Erstaunt stellte er fest, dass er Spuren in dem weißen Pulver hinterließ, wo immer er auch lang ging. Er rannte über Felder und Wiesen, wirbelte herum und hatte einen Riesenspaß. Doch weil die Gegend, nun in ganz weiß gekleidet, ganz anders aussah als sonst, merkte er nicht, dass er schon weit weg von zu Hause war. Schon bald war er in der Nähe eines kleinen Dorfes, wo er auf einem Feld den kleinen weißen Sternchen nachjagte, die vom Himmel fielen. Plötzlich stieß er gegen etwas. Es war, als hätte das weiße Zeug aus dem Himmel eine feste Wand gebildet, gegen die er nun mit dem Kopf prallte. Erstaunt blickte er nach oben. Drei große, dicke, weiße Kugeln waren dort übereinander gestapelt. Zwei knorrige Zweige steckten auf beiden Seiten in einer der Kugeln und ganz oben schaute ihn sogar ein Gesicht an. Und was für ein Gesicht das war! Die Augen und der Mund waren aus schwarzer Kohle, aber blickten ihn neugierig und freundlich an. Und seine Nase war eine große, saftige Karotte. »Was bist denn du?« fragte Henry erstaunt. »So ein Tier habe ich ja noch nie gesehen. Und warum hast du etwas zu essen mitten in deinem Gesicht?« Die großen Kugeln bebten vor Lachen.
Na, sowas. Hast du denn noch nie einen Schneemann gesehen? Henry zögerte. Einen Schneemann? Ganz genau. Heute fiel der erste Schnee, da wurde ich von einem Kind gebaut. Und nun lebe ich hier, bis der Winter vorbei ist. Aber was ist denn Schnee? Fragte der kleine Hase. Wieder lachte der Schneemann, diesmal ganz laut. Willst du mir etwa erzählen, dass du nicht weißt, was Schnee ist, obwohl du ganz voll davon bist? Der kleine Hase sah an sich herunter. Sein ganzes Fell war von einer Schicht der weißen Flocken bedeckt. Schnee heißt das also, dachte er. Und der kommt jeden Winter? Fragte er den Schneemann. Zumindest, solange ich denken kann, sagte der Schneemann. Erst jetzt bemerkte der kleine Hase, dass er mittlerweile ziemlich weit weg von zu Hause war. Oh nein, sagte er. Wo bin ich denn eigentlich hier gelandet? Nun wird es schon langsam spät. Wie finde ich denn bloß den Weg nach Hause, jetzt wo alles so anders aussieht? Keine Sorge, sagte der Schneemann, sieh doch nur hinter dich. Dort siehst du deine Spur und erfolgst du einfach den Weg zurück nach Hause. Wow, das ist aber eine tolle Idee. Danke, rief Henry. Keine Ursache, sagte der Schneemann, mit Schnee kenne ich mich aus. Dann gehe ich jetzt wohl wieder. Henry drehte sich nochmal um. Kann ich dich vielleicht morgen noch einmal besuchen kommen? Ich habe noch viel mehr Fragen über den Schnee. Natürlich, ich freue mich immer über etwas Gesellschaft, lächelte der Schneemann. Und so kam es, dass die beiden gute Freunde wurden. Jeden Tag lief Henry der Hase zu dem Schneemann und unterhielt sich mit ihm. Die beiden verstanden sich prächtig, und es war eine tolle Abwechslung, jetzt wo im Wald so wenige der anderen Tiere anzutreffen waren. Am Anfang halfen seine Fußspuren Henry, den Weg hin und zurück zu finden, doch bald wusste er von selbst, wo es lang ging, weil er die Strecke nun schon seit Wochen jeden Tag ging. Mit der Zeit wurde der Wind etwas weniger kalt, die Sonne schien nun wieder öfter und immer seltener fielen die kleinen schönen Schneeflocken vom Himmel. An einem Tag, an dem die Luft überraschend warm war, machte Henry sich wieder auf den Weg zu seinem Freund, dem Schneemann. Als er fast da war, erschrak er sich heftig. Dort, wo sein Freund all die Wochen gestanden hatte, befand sich nur noch ein kleiner Haufen Schnee. Die Zweige waren zu Boden gefallen, doch das Gesicht war noch zu sehen, wie es auf dem kleinen Schneehügel saß. Was ist mit dir passiert? Fragte er entsetzt. Das, was immer passiert, kleiner Freund, sagte der Schneemann, der keiner mehr war. Wenn der Winter vorbei ist und die Tage länger und wärmer werden, dann verabschiede ich mich. Irgendwann bin ich dann fort. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das fand der kleine Hase ganz furchtbar und die Tränen wollten ihm kommen. Das heißt, ich werde dich nicht wiedersehen? Sein Freund lachte wieder sein Lachen, das wie ein Beben klang. Aber natürlich wirst du mich wiedersehen. So viel habe ich dir über den Schnee erzählt und doch weißt du so wenig. Nächstes Jahr, wenn es wieder Zeit für den Winter wird, werden die Flocken wieder vom Himmel fallen. Ich bin in jeder von ihnen. Irgendwo wird ein Kind mich in die Hand nehmen und wieder einen Schneemann aus mir bauen. Und dann, mein Freund, werden wir uns wiedersehen. Henry wurde etwas leichter ums Herz. Dann werde ich warten und dich suchen im nächsten Winter. Der Schneemann, der keiner mehr war, lächelte. Und denk immer daran, wenn du zu weit läufst, dann folge deinen Spuren und du wirst immer wieder nach Hause finden.